Wohl noch nie in der Geschichte der Aktienmärkte sind wichtige Indizes auf neue Allzeithochs gestiegen, während die Wirtschaft gleichzeitig in eine schlimme Rezession abgerutscht ist. Da drängt sich natürlich die Frage auf, sind Aktien nach dieser unfassbaren Rallye in den letzten Monaten nicht dramatisch überbewertet? Sollte man wirklich jetzt noch Aktien kaufen? Meine Antworten darauf gibt es in diesem Video. Bis gleich. Sei gegrüßt, liebe Börsianer, und willkommen auf meinem Aktienkanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und dass wir immer größer werden. Inzwischen über 32.000 Abonnenten. Das freut mich mega. Und in diesem Video gehe ich der Frage nach, die sich wohl viele Börsianer gerade stellen. Wenn man ehrlich ist, muss man sagen, eine Frage, die wir uns eigentlich immer stellen müssen. Aber momentan ist es eben so, dass die wirtschaftliche Entwicklung und die Entwicklung der Aktienkurse so weit auseinanderlaufen, wie wohl noch nie in der Geschichte der Finanzmärkte. Wie kann es sein, dass wir in manchen großen Indizes wie dem Nasdaq zum Beispiel oder auch dem S&P 500, immerhin zwei der wichtigsten Aktienindizes weltweit überhaupt, inzwischen wieder neue Allzeithoch sehen, während wir uns in einer der tiefsten wirtschaftlichen Rezessionen seit dem Zweiten Weltkrieg befinden? Das ist eine verdammt gute Frage, würde ich mal sagen. Und wenn man ehrlich ist, hat es wieder mal kaum jemand der sogenannten Experten so kommen sehen, mich ausdrücklich eingenommen dabei. Es hieß, dieses Mal, also gemeint waren die Folgen der Corona-Pandemie, dieses Mal sind die Notenbanken wirklich hilflos. Denn diesmal bricht der Konsum weg der Leute, der Bevölkerung, und den kann man einfach nicht mit niedrigeren Zinsen und mehr Liquidität im System einfach so wieder ankurbeln. Und nach allem, was ich so gelesen habe, in dieser außergewöhnlichen und auch beängstigenden Zeit da im März, April, war das so Common Sense unter den Experten, ganz zu schweigen von den chronischen Pessimisten, die endlich ja ihre Zeit für gekommen sahen. Und ja, ihr wisst es jetzt inzwischen, wieder mal kam es dann anders, als die Masse es erwartet hat. Der Zusammenschluss, die Zusammenarbeit, die Kooperation von Notenbanken und Politik und extreme gemeinsame Maßnahmen quasi in allen entwickelten Ländern, das Einschießen von Billionen Dollar, Euro und Yuans ins System, letztlich das Verteilen von Billionen an die betroffenen Menschen und Firmen, konnte diese befürchtete, lang anhaltende wirtschaftliche Depression verhindern. Der Konsum brach kaum ein bzw. erholt sich jetzt nach Ende des Shutdowns wieder in Rekordgeschwindigkeit. Die Arbeitslosenzahlen sinken bereits wieder rapide. Und die Aktienmärkte, die ja den tatsächlichen Entwicklungen oft vorauseilen, bilden das eben in wieder steigenden Kursen ab. Und zwar in rasant steigenden Kursen. Schließlich gilt es ja einiges wettzumachen nach den exorbitanten Verlusten von 30-40%, die wir im Februar und März in den großen Indizes gesehen haben. Vorab jetzt, unstrittig aus meiner Sicht ist, dass wir momentan jetzt ganz aktuell in den letzten Wochen bestimmte Kursexzesse sehen bei einigen Aktien, die in den kommenden Monaten zu einem heftigen Absturz bzw. Crash führen könnten bei diesen Aktien. Und welche Aktien das sind, das bespreche ich am Sonntag hier auf dem Aktienkanal im nächsten Video. Falls euch also eventuell das Gefühl beschleicht, dass ihr solche Aktien im Depot haben könntet, klickt einfach auf den Abonnieren-Button unter dem Video, aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr das kommende Video am Sonntag auf keinen Fall. Wenn wir jetzt aber heute die Frage beantworten wollen, ob Aktien grundsätzlich zu teuer sind, müssen wir meiner Ansicht nach zum nächsten Schritt zurück machen und uns eine Sache klar machen, die im Prinzip ja unser ganzes Denken über Aktien und Bewertungen beeinflusst oder vielleicht sogar ja in ihren Grundfesten erschüttert. Denn was wir in der Vergangenheit gesehen haben, war ja, dass sich die klassischen konjunkturellen Zyklen einfach auch im Aktienmarkt abgebildet haben. Ökonomen haben ja errechnet, dass so ein wirtschaftlicher Zyklus, ein Boomzyklus im Durchschnitt 8 Jahre dauert und es danach wieder zu einer Rezession kommt, zumindest aber zu einer starken Abkühlung. Und aus geldmarktpolitischer Sicht war das einfach so, dass mit Fortschreiten eines Booms auch die Inflation angestiegen ist. Darauf wiederum haben die Notenbanken mit einer Erhöhung der Zinsen reagiert, um diesen Effekt abzumildern. Steigende Zinsen haben aber die Refinanzierung für die Unternehmen teurer gemacht. Dadurch sind Investitionen zurückgegangen und in der Folge hat das Wirtschaftswachstum nachgelassen. Das führte dann irgendwann dazu, dass das Pendel quasi in die andere Richtung ausgeschlagen ist, sprich die Konjunktur wurde etwas abgewürgt, das Bruttoinlandsprodukt wurde vielleicht sogar rückläufig. Wenn es zwei Quartale in Folge passiert ist, dann spricht man von einer Rezession und dann reagierten die Notenbanken eben wieder gegensätzlich, gegenzügig, indem sie die Zinsen senkten, die Investitionen nahmen wieder zu, die Wirtschaft sprang wieder an und es entstand ein neuer Boommarkt. So war das im Prinzip über Jahrzehnte und die Aktienkurse sind dementsprechend gefolgt. Was wir nun aber seit einigen Jahren, im Prinzip seit der Finanzkrise 2008, 2009, also seit
11, 12 Jahren jetzt schon sehen, ist, dass diese natürlichen Zyklen nicht mehr in der Form vorhanden sind, beziehungsweise die Notenbanken und die Politik derart aggressiv in den Markt eingreifen und auch erfolgreich sind mit diesen Eingriffen, dass die Abschwungphasen extrem verkürzt werden. Das Ganze hat natürlich seinen Preis. Die Staatsverschuldung steigt drastisch an, speziell in den USA, wo jetzt Billionen an US-Dollar an Verschuldung hinzugekommen sind in den letzten Monaten. Allerdings ist es eben so, dass das die Marktteilnehmer überhaupt nicht mehr zu beunruhigen scheint. Das erkennt man daran, dass die Verzinsung von US-Staatsanleihen trotzdem kaum steigt in den letzten Monaten und nahe ihrer Rekordtiefs bleibt, die ja ohnehin schon extrem tief waren, die Zinsen bisher. Und wenn Länder in Finanzschwierigkeiten kommen, wie das ja in der Eurozone bei den südlichen Ländern, Griechenland, Italien, Spanien und so weiter häufig der Fall war in den letzten Jahren, dann steigen normalerweise die Zinsen für ausgegebene Staatsanleihen massiv an. Die Refinanzierung für diese Länder wird noch schwieriger, aber in den USA ist davon absolut nichts zu sehen. Der Glaube ans System ist extrem groß, scheinbar unerschütterlich. Der andere Faktor ist eben, dass die Inflation bei Konsumgütern, die wichtig für das tägliche Leben sind, einfach nicht kommen will. Ja, ich hatte das in früheren Videos ja auch schon thematisiert. Die Preise zum Beispiel für Konsumelektronik, die steigen kaum an. Mein Xiaomi Smartphone und die Smartwatch hat 179 Euro gekostet. Und das Smartphone kann Dinge, die vor ein paar Jahren mein altes iPhone 5 noch nicht gekonnt hat, obwohl das damals schon das Dreifache gekostet hat. Technologie wirkt deflationär. Und solange Konsumgüter und Lebensmittel nicht übermäßig im Preis steigen, ist auch die Bevölkerung zufrieden. Niemand beschwert sich. Naja, nicht ganz, sage ich mal. Beschweren tun sich viele natürlich darüber, dass die Preise für Wohneigentum und allgemein für Immobilien immer weiter steigen. Diese Beschwerden sind natürlich auch verständlich, gerade in beliebten Wohnregionen wie München oder auch hier am Bodensee in Konstanz zum Beispiel auf der Schweizer Seite hier in Kreuzlingen, wo ich lebe. Aber auch in vielen anderen Innenstädten, wie zum Beispiel Leipzig im Osten, können sich, ich sag mal, Normalverdiener eigentlich kein Wohneigentum mehr leisten. Und vielleicht könnten sie es sich sogar leisten, weil die Kreditzinsen so niedrig sind. Aber natürlich will sich auch nicht jeder derart hoch verschulden. Man weiß ja nie, wie sich die Zinsen in Zukunft entwickeln. Und die Banken werden ja auch zunehmend vorsichtig, muss man sagen, bei der Vergabe von Hypothekenkrediten, weil ihnen dabei eben auch nicht wohl ist bei dieser Entwicklung. Aber zurück zu den steigenden Preisen. Es steigen ja nicht nur die Preise für Immobilien, sondern eben auch die von Anleihen, von Edelmetallen, auch von Kunst, von Weinen und natürlich von Aktien. Im Prinzip und grundsätzlich steigen quasi alle Anlageklassen im Wert. Wir erleben eine Art Sachwerteinflation. Klar, irgendwo muss dieses ganze Geld ja hin, das ins System gepumpt wird. Und die Folge davon, und jetzt sind wir wieder beim Bewertungsthema, ist natürlich, dass die Bewertungen von Aktien steigen. Es fließt einfach mehr und mehr Geld in Aktien rein, die Nachfrage steigt und steigende Nachfrage führt zu steigenden Kursen. Ganz einfach. Wobei die Kurse im Durchschnitt eben dann auch wesentlich stärker steigen, als die Firmen ihre Gewinne steigern können. Und das wiederum führt dazu, dass zum Beispiel ein Technologieunternehmen wie, um jetzt mal ein konkretes Beispiel zu nennen, wie die Bausoftware-Aktie Nemetschek, die seit Jahren, seit von 2012 bis 2019, habe ich gerade noch nachgelesen, im Schnitt so um 25% per anno gewachsen sind beim Umsatz und auch beim Gewinn stark gewachsen sind, eben momentan KGV für das Jahr 2020 von 85 aufweisen und noch vor 10 Jahren haben die ein KGV von 25 gehabt. Gut, das aktuelle KGV ist wegen Corona ein bisschen verzerrt, aber auch vor Corona lag das Nemetschek-KGV jenseits der 50 im Vergleich zu eben 25 früher. Und Nemetschek ist natürlich nur ein Beispiel unter ganz vielen und im Übrigen ein exzellentes Unternehmen. Und da natürlich die Frage jetzt, ist jetzt die Nemetschek-Aktie zu teuer? Unter herkömmlichen Bewertungsgesichtspunkten muss man sagen, natürlich viel zu teuer. Aber was wir eben im Prinzip sehen, ist, dass diese Bewertungsniveaus jetzt seit 11 Jahren, seit der Finanzkrise, immer weiter steigen. Und selbst so ein Black Swan-Event wie die Corona-Krise hat die Bewertungen jetzt gerade mal für ein paar Wochen absinken können. Und wie reagiere ich da jetzt als Anleger drauf? Stelle ich mich wirklich quer und sage, ich meide diese Aktien strikt und ich nehme dafür in Kauf, dass ich vielleicht noch einige Jahre in der Zukunft eine massive Underperformance erziele und zuschaue, wie die anderen mit Aktien Geld verdienen? Denn das Interessante ist ja, es steigen nur bestimmte Aktien so stark, nämlich eben die Wachstumsaktien, die hohe Umsatzsteigerungen aufweisen, teilweise auch hohe Gewinnsteigerungen, aber selbst das ist nicht mehr unbedingt notwendig. Es reichen bei vielen Firmen schon hohe Umsatzsteigerungen, da sage ich gleich noch mehr dazu. Andere Aktien, nämlich die sogenannten Value-Aktien, die laufen maximal seitwärts und für günstig bewertete Aktien
die beim Umsatz stagnieren, interessiert sich im Prinzip seit Jahren kaum mehr jemand. Und nirgends wird es deutlicher als beim DAX, in dem ja viele dieser reifen Unternehmen oder diese reifen Aktien, wie man auch sagt, enthalten sind. Also eben zum Beispiel Zykliker wie die Autobauer oder die Chemiefirmen oder auch Versicherer, Stahlproduzenten. Gut, da gibt es jetzt gar keine mehr. ThyssenKrupp ist ja rausgeflogen und Salzgitter ist auch nicht drin. Aber schaut euch mal an, wie der Kursindex des DAX aussieht. Also der Kursindex, da sind ja die Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt. Normal schaut man sich mal den Performance-Index an. Aber hier mal der Kursindex jetzt. Und der ist in den letzten 10 Jahren ungefähr von 3.500 auf aktuell 5.500 Punkte gestiegen. Das ist ein Anstieg von 57%. Ein Bruchteil, wirklich nur ein Bruchteil dessen, was zum Beispiel der S&P 500 oder die Nasdaq gestiegen ist. Und dieser 10-Jahres-Vergleich ist sogar noch schmeichelhaft für den DAX, weil der ja quasi direkt nach der Finanzkrise seinen Ausgangspunkt hat, als die Kurse sehr tief standen. Unser Chartprovider liefert leider nur maximal diesen 10-Jahres-Chart. Wenn man noch weiter zurückgeht, wird es noch deutlich peinlicher, sage ich mal, für den DAX-Kursindex, denn der notiert immer noch unterhalb des Niveaus aus dem Jahr 2000. Damals hat er ein lokales Hoch bei rund 6.100 Punkten gemacht. Und wer da gekauft hat, der liegt jetzt kursmäßig immer noch im Minus. 20 verlorene Jahre für diesen Investor und der S&P 500 zugegebenermaßen einer der am besten performenden Indizes überhaupt in den vergangenen 20 Jahren. Deswegen ist der Vergleich nicht ganz fair, aber der liegt inzwischen bei mehr als dem Doppelten der damaligen Hochs aus dem Jahr 2000. Das heißt, über 100% plus im S&P versus minus 10% im DAX. Das ist schon echt bitter für Anleger, die sich auf DAX-Werte konzentrieren. Wobei, wie gesagt, nicht nur DAX betroffen ist, sondern Value-Aktien insgesamt. Ich habe noch ein ganz krasses Beispiel für euch. Ich kenne einen Fondsmanager, dessen Namen ich nicht nennen will jetzt, der meiner Ansicht nach einen durchaus interessanten Investmentansatz hat und diesen ohne Wenn und Aber und mit großer Disziplin verfolgt. Und zwar kauft er konsequent günstige Aktien, bevorzugt aus günstig bewerteten nationalen Aktienmärkten. Aktuell zum Beispiel ist er stark in Korea, Italien, Großbritannien und Japan investiert und auch in China, wo die Bewertungen auch niedrig sind insgesamt. Er achtet dabei auch auf das zyklisch adjustierte KGV nach Schiller, hat sogar eine Trendkomponente in diesen Fonds mit eingebaut. Ganz ehrlich, ich fand das immer gut. Rein quantitativ, die Emotionen werden ausgeschaltet, alles empirisch belegt, so gut es halt geht im Finanzbereich, sprich eben auf Basis der Analyse langer Zeiträume in der Vergangenheit. Alles top. Und was denkt ihr, wie die Performance dieses Fonds seit Auflage 2006 ist? Ihr ahnt das wahrscheinlich richtig, richtig schlecht. Davor liegt aktuell ziemlich exakt 20% unter dem Niveau von 2006. Das Morningstar Rating, über dessen Sinnhaftigkeit man ohnehin streiten kann, liegt gerade mal noch bei 2 Sternen von 5 möglichen. Und noch bitterer, früher hatte dieser Fonds locker 70, 80, 90 Millionen Euro an Assets under Management, also an verwaltetem Vermögen. Heute sind es noch 18 Millionen. Warum? Ganz einfach. Natürlich zum Teil, weil die Aktien weniger wert sind, die Kursverluste entstanden sind, aber vor allem, weil die Anleger natürlich in Scharen davongelaufen sind. Wie frustrierend ist es für Erstzeichner seit 14 Jahren, keinen Cent an der Börse verdient zu haben, beziehungsweise im Gegenteil sogar noch auf einem Verlust von rund 20% zu sitzen, während andere Aktien steigen, steigen, steigen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, vielleicht ist ja genau jetzt der richtige Zeitpunkt, um in eben diesen Fonds zu investieren. Der Fondsmanager sagt, die Value-Prämie ist so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr. Soll heißen, Value-Aktien sind im Vergleich zu Wachstumsaktien so günstig wie seit 40 Jahren nicht mehr. Das Problem ist, wer sagt, dass es nicht noch 10 weitere Jahre so bleiben wird und wir im Jahr 2030 konstatieren müssen, die Value-Prämie ist jetzt so hoch wie seit 50 Jahren nicht mehr. Und vielleicht gibt es den Fonds bis dahin ja auch gar nicht mehr, wenn es so weitergeht. Und übrigens, einer, der das so macht und seinem Stil auch im Wesentlichen konsequent treu bleibt, ist Warren Buffett. Und im Aktienreport am Samstag gehen mein sehr geschätzter Kollege Michael Kissig und ich der Frage nach, warum Buffett eigentlich jetzt in Erdgas investiert. Immerhin in einem Deal, der ein Volumen von 10 Milliarden Dollar hat und nicht zum Beispiel in Wasserstoff. Jetzt kauft der Buffett endlich mal wieder was, wollen sich viele sagen. Was kauft er? So was vermeintlich Langweiliges wie Erdgas. Es ist aber gar nicht langweilig. Was dahinter steckt, verraten Michael und ich euch, wie gesagt, am Samstag im Aktienreport. Klickt einfach unten auf den www.aktien-report.de Link und ihr erhaltet den Report kostenlos in eure Mailbox. Aber nochmal zurück zum heutigen Thema und der Frage, sind Aktien viel zu teuer, beziehungsweise kann man jetzt noch Aktien kaufen? Meine klare Antwort ist nein, Aktien sind insgesamt nicht zu teuer. Es sind nur bestimmte Segmente des Aktienmarktes sehr teuer, in anderen sind die Bewertungen kaum gestiegen in der letzten Dekade. Und die Frage, die sich daraus natürlich ergibt, ist, soll ich jetzt die Aktien kaufen, die noch günstig sind oder diejenigen, die teuer sind? Und
Nach gesundem Menschenverstand wird natürlich jeder sagen, natürlich die, die günstig sind. Aber wer das in den vergangenen 10, 12 Jahren gemacht hat, der guckt ziemlich betröppelt aus der Wäsche jetzt. Einfach deshalb, weil teure Aktien tendenziell immer noch teurer geworden sind und günstige Aktien eben eher noch günstiger, sprich im Preis sogar noch gefallen sind. Das hängt zum Beispiel auch mit dem gigantischen Erfolg von Alphabet, Amazon, Facebook, Microsoft und Co. zusammen, den Fang-Aktien, also den Technologieaktien, Wachstumsaktien, die immer mächtiger und größer geworden sind und die eben die Nasdaq und den S&P 500 mit nach oben katapultiert haben. Irgendwann wird sich das wieder ändern. Und Robert Huckstrom hat in seinem sehr guten Buch Investing schön dargestellt, dass keine Börsenstrategie für immer funktioniert. Und das viel auch modeabhängig ist, beziehungsweise eben von den Rahmenbedingungen. Da bin ich wieder an dieser Thematik, dass alle auf das Umsatzwachstum achten. Zum Beispiel galten, wenn wir mal ganz weit zurückgehen, in den 1910er und 20er Jahren, galten alle Aktien als Spekulation. Nur Anleihen galten als tatsächlich Investments. Und in den 30er und 40er Jahren kam dann unter anderem durch Benjamin Graham, dem Lehrmeister von Warren Buffett, das Kurs-Buchwert-Verhältnis als Kennzahl immer mehr in Mode. Nur Aktien, deren Marktkapitalisierung unter dem harten Buchwert lag, die galten als günstig. Und der Kauf dieser Aktien galt dann auch nicht mehr als Spekulation, sondern als Investment. Wer heute aber immer noch nach dieser Strategie investiert bzw. investieren will, tut sich verdammt schwer, weil es so gut wie keine Aktien mehr gibt, die so günstig sind. Und wenn, dann gibt es bei diesen Firmen eben andere große Probleme, die ein Investment wenig attraktiv machen. Dann, nach dem Zweiten Weltkrieg und bis in die 50er Jahre hinein, war dann die zweite große Strategie, die sehr beliebt war, die Dividendenstrategie. Alle haben auf einmal auf die Dividende geachtet. In den 60er Jahren kamen dann Aktien in Mode, die ein hohes Gewinnwachstum versprochen haben. In den 80er Jahren wurden Cashflow-Modelle beliebter als gewinnbasierte Modelle. Das heißt, das KGV verlor damals bereits als Kennzahl deutlich an Bedeutung. Dann in den 2000er Jahren ging es dann stark um die Cash-Rendite auf das eingesetzte Kapital. Also wie viel Kapital muss man investieren, um eine bestimmte Menge an Cash rauszuholen, wieder als Anleger. Wie hoch ist die Cash-Rendite? Und jetzt seit 2010 geht es vor allem um eins, Umsatzwachstum. Und warum das so ist, beziehungsweise diese finanzmarkttechnischen Rahmenbedingungen, die dazu geführt haben, dass ihr nur noch aufs Umsatzwachstum achtet, das habe ich ja gerade vorher dargestellt. Und die große Frage ist natürlich, wie lange bleibt das noch so? Viele haben gedacht, dass sich das durch die Corona-Pandemie vielleicht verändern könnte. Aber es sieht überhaupt nicht danach aus. Die natürlichen Wirtschaftszyklen scheinen von Notenbanken und Politik absolut außer Kraft gesetzt zu sein. Wer jetzt wirklich radikal gegen den Trend in Value-Aktien investiert, dessen Geduld könnte unter Umständen noch ein paar weitere Jahre auf eine sehr harte Probe gestellt werden. Fakt ist, wir als Anleger müssen aufpassen und müssen uns anpassen. Wir müssen uns ständig anpassen. Wir müssen erkennen, welche Strategie am Markt funktioniert aktuell und diese natürlich entsprechend auch einsetzen, aber auch ständig wachsam sein, ständig schauen, ob die Strategie weiter funktioniert, sie ständig quasi auf eine Probe stellen. Und das ist keine einfache Aufgabe. Fakt ist aber auch, in der aktuellen Gemengelage führt absolut kein Weg an Aktien vorbei. Wir sehen eine Sachwerteinflation von historischem Ausmaß. Wer sein Geld auf dem Konto in Cash bunkert, der verliert zwangsläufig an Kaufkraft. Zwar nicht unbedingt beim täglichen Konsum, aber eben diese relative Kaufkraftverlust von Bargeld wird spätestens dann deutlich, wenn man versucht, zum Beispiel eine Immobilie zu erwerben. Das heißt, egal, ob ihr hartgesottene Antizykliker seid, die jetzt vielleicht eine jahrelange weitere Underperformance in Kauf nehmen, um sehr langfristig hohe Gewinne mit Value-Aktien einzufahren, oder ob ihr eher Trendfolger seid, wichtig ist, dass ihr in jedem Fall überhaupt in Aktien investiert. Soviel für heute. Das nächste Video kommt am Sonntag. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal, drückt auf den Button unter dem Video, aktiviert das Glöckchen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch viel Erfolg an der Börse. Bis bald. Ich bin Armin Brack. Ciao.